Dari, let's play. Free for bla. Schallschockbatterien kriegen wir hier, wenn wir das schaffen. Schließe eine Jägerbegegnung mit einer Bedrohungsstufe von hoch oder höher ab, ohne gesehen zu werden. Begebe dich in eine Jägerbegegnung mit entweder vielen Gegnern, gepanzerten Gegnern oder einem Scharfschützen. Um eine hohe Bedrohungsstufe zu erhalten. Benutze alle deine Schleichfähigkeiten, um während des Kampfes ungesehen zu bleiben und die Herausforderung abzuschließen. Okay, merken. Dann kriegen wir den Schallschock Batarang. Gut, dann kann ich jetzt was anderes setzen. Machen wir wieder irgendwie. Hier irgendwie. Was ist das denn? Erschütterungs. Was ist das? Das ist, den haben wir, Erschütterungssensor, und das? Betäubungsdauer. Die Wirkungsdauer des Erschütterungssensors ist verstärkt. Ja, hier, wir machen erstmal. Wir machen die Fledermäuse da. Hier, wenn ich eine Kombo von 8 oder höher habe, dann kann ich halt die Fledermäuse rufen und die helfen mir mit R. Warte, was machen die genau? Irgendwie die Gegner betäuben, ne? Durch den fortschrittlichen Sonartechnologie kann ein Schwarm von Fledermäusen herbeigerufen werden, um alle Gegner in der Nähe anzugreifen und vorübergehend zu disorientieren. Für die beste Wirkung solltest du dich vor dem Einsatz dieser Technik in die Mitte einer angreifenden Gruppe begeben. Nur ausgeführt werden nur 8 Kombos oder mehr hast. Ja, gut. Fragst du dich nie, wie es so weit kommen konnte? Ah, halt den Mund da! Ich mich schon. Immer wieder. Weg. Ich denke nicht, dass Verbrecher wie Roman Tyone aus dem Korbel verschuldet. Na, guck mal da. Warum sind denn die Türen zu? Kann ich die aufmachen? Naja, irgendwie nicht. Gut, dann gehen wir hier raus. Die Bullen kommen ja gleich, dann sollten wir besser nicht mehr hier sein. Die Bullen kommen gleich, die Bullen kommen gleich, die Bullen, 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 die Bullen kommen gleich. Ach, der labert noch immer. Ich höre es nicht mehr, was stand da unten. So, machen wir jetzt hier die Haupt Mission weiter, aber auf den Weg dahin gehen wir den Typen hier verkloppen und nach Enigmas Datenpaketen fragen. Ja, wenn wir die dann schon mal irgendwann haben, müssen wir auch sammeln, wenn wir die 100% erreichen wollen. Die will ich ja. Ja. Auf jeden Fall. So. Jawohl, da ist er ja. Ist das ein Traum? Warum hat er nicht den Gleitangriff gemacht? Mag ich aber gar nicht, was du hier abziehst, Batman. Bin aber hier enttäuscht. Schnell, schnell, schnell! Verdammt! Boah. Jetzt aber. So. Bam! So. Erzähl mir deine Geheimnisse. Oh, mal was anderes. Nicht hochheben, sondern drauftreten. Enigmas Daten. Wo hast du sie versteckt? Okay, ich mach es. Ich zeig es dir. Oh, das hat sich auch nicht gesund angehört. Ja, der steht nicht mehr auf. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ach, guck mal, da. Juhu, wir haben einen zerstört. Jetzt können wir bestimmt schon hier hinfliegen. So, Tatort. Tödlicher Sturz am Jezebel Plaza. Da gehen wir hin. Wir müssen ja sowieso hier in die Richtung und dann. Ja, dann retten wir den da. Wir sind ja Batman. Wir sind ja der Gute. Auch wenn wir jetzt eigentlich nicht hier irgendwie Katzen von Bäumen oder so retten. Also, das ist ja nicht unsere. Ah ja, guck mal da. Nicht unser Hauptproblem. Irgendwie da Katzen zu retten. Die da irgendwo hängen. Wobei stand ja nicht bei, dass es eine Katze ist. Ist wahrscheinlich ein Mensch, aber. Wo ist denn da der Unterschied? Wo ist denn da der Unterschied, bitte? Ob er jetzt Miau macht oder Hilfe? So, wo ist es? Position des Tatorts. Ich sehe aber hier niemanden. So eine Falle oder was? Ach, da unten liegt einer. Die Polizei weiß, dass das Opfer von einem Gebäude gestürzt ist. Achso. Aber das war's auch schon. Seine Identität könnte Licht in die Sache bringen. Ach so, gut. So was ist das. Gut. Scannen. Brian Murphy, Account Manager für die Gotham Merchant. Todesursache innere Verletzungen als Folge des Sturzes.
Jetzt weiß ich, was passiert ist. Zeit herauszufinden, wie und warum. Wie und warum? Ja, okay, da nochmal scannen. Ah ja, jetzt kommt wieder das coole Video. Die Rekonstruktion. Oh. Ja, der wurde runtergeschubst, schätze ich mal, ne? Blutspuren deuten auf einen Aufprall mit hoher Geschwindigkeit hin. Ich muss hoch aufs Dach. Ja, das hätte ich dir auch sagen können, Batman, ohne dein Superdetektivgerät zu verwenden. Da liegt ein Buch. Das wird auch noch eine Rolle spielen oder eine Aktentasche oder so. Das Geländer hier ist kaputt. War es ein Unfall oder wurde er geschubst? Die Sache wurde geschubst. Ja, guck mal da. Sind da so Schleifspuren? Zwei Paar Fußspuren. Das Opfer war also nicht allein. Und die verstreuten Papiere überall deuten auf eine Aktentasche hin. Ja. Die muss ich finden. Oh, die Aktentasche habe ich doch schon lange gefunden, Batman, du. Du bist so langsam, ne? Ah, da. Mann, wo fliegt der denn hin? Hallo? Hallo, tschüss. Da war die Aktentasche. Genau hier. Da. Scannen. Sah aus wie ein Buch am Anfang. Interessant. Hier finden sich zwei Paar Fingerabdrücke. Eins passt zum Opfer, das andere zu Robert Haynes, einem bekannten Trickbetrüger. Alfred, ich brauche den letzten bekannten Aufenthaltsort von Robert Haynes. Ich schicke dir alle meine Daten, vielleicht hilft es. Nicht nötig, Sir. Ich habe bereits ein Suchgebiet ermittelt. Schauen Sie auf Ihr Display. Ah ja. Fallakte. Hallo, ich will die Map. Nein, so. So, Robert Hannes. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ach so. Ich bin... Ach so. Da ist noch so ein Datentyp, den nehmen wir mit. Da machen wir noch den Mad Hatter auf den Weg und dann sind wir auch schon hier bei der... in die Bank, wo wir ja hinwollen, wegen den... genau. Wegen den Sionis da, der wurde ja mitgeschleift. Weil man da seine biometrische Daten für braucht, um da reinzukommen. Der hätte doch eigentlich das Auge entfernen können, den Augapfel. Und schon hätte er das, was er braucht. Oder nicht? So ein Iris-Scanner hätte er dann noch damit überlisten können. Mit dem Auge. Also mit einem Auge. Einfach davor halten. Und dann piep, piep, piep. Erkannt. Mann, nee, der nimmt den ganzen Kerl gleich mit. Der macht doch viel mehr Ärger. Ich sag ja, die Verbrecher von heute, die alle irgendwie die dusselig. Können alle nicht mitdenken. Die nehmen den ganzen Kerl mit, obwohl sie das Auge mitnehmen könnten. Hier, jetzt mache ich meinen Achter kommen und ich will nicht die Fledermäuse testen. Fledermäuse, was war das mit R, ne? Ja. Komm, Fledermäuse. Oh, das gefällt mir. Die Frage ist, ob sich das irgendwie lohnt. Obwohl, ja nicht, aber sieht cool aus. Das fand ich ja im hier Batman Begins, da war das ja auch mit den Fledermäusen. Aber das fand ich ja auch ultra cool. Wo der die da gerufen hat. Bam. Ach, toll. So, sag mir, was du weißt. Du grünleuchtender Mensch. Ich weiß, dass du für Enigma arbeitest. Wo sind die Daten, die du für ihn versteckt hast? Es ist gleich da drüben, du Dreckiger. Was? Ich würde den Satz nicht zu Ende sagen. Du wachst im Gefängnis. Ja, im Gefängnis sowieso, aber auf der Krankenstation im Gefängnis auf. So. Okay, das haben wir. Sei herzlich gegrüßt. Was ist denn hier schon wieder? Ach, so ein Waffendepot. Noch so ein Datenbetreuer. Betreuer? Steht da wirklich Betreuer? Betreuer. Ja. Hier, jetzt gehen wir zu den Mad Hat. Ich hoffe, ihr meckert keiner Hund. Mach doch nicht die Nebenmission. Ist doch langweilig. Das gehört aber auch dazu, Leute, ja. Fledermaus, ja. Die Fledermaus haut aber ab. Hat nämlich Angst. Oh. Nein! So war das nicht geplant. Hey! Leute hier! Komm da her mit deiner Scheißwaffe! Da denkst du, das ist einer? Da ist ja noch einer dahinter. Drecksack. Ich habe hier wieder ein halbes Magazin in der Brust. Wo ist denn der Mad Hatter? Ach, da. Da ist ja schon der Hutshop. Ja. Nur am Kämpfen hier. Nur am Fighten mit den Fischköppen.
Ey! Was haben die denn für eine Reichweite auf einmal? War doch früher nicht so. Bam! Bam! Hier, knick, knack. Füßchen auf. Nein! Ja, bis der Batman getreten hat, ne? Oder gehauen hat, da ist der Tag um. Lässt ihr auch immer Zeit, ne? Und man hat auch skillen kann. So, rein da. Hallo, ich hätte gern einen neuen Hut. Aber kein Zylinder. Sieht scheiße aus. Sind wir in Britannien oder was? Ist keine Cappy? Gucken wir mal. Ah, so ein Sherlock Holmes Hut. Ja, gefällt mir alles so nicht. Kannst alles behalten. Vorsichtig, ich möchte Unfälle vermeiden. Alles muss perfekt sein. Ja, ja. Natürlich. Natürlich, Sir. Tür öffnen. Du musst nicht Ach. Immer mit Sir ansprechen. Hast du verstanden? Ich rede hier auch nicht mit Sir an. Ja, was? Ja, ich habe verstanden. Was ist hier doof? Ich habe verstanden, Sir. Ja. Nein, Sir. Natürlich. Das macht dich wahnsinnig. Natürlich. Die beste eigentlich ist, dass ja, das es Kuh funktioniert. Von kleiner ist. Er gehorcht. Nicht so gut wie er soll. Was ist denn für eine coole Uhr? Können wir hier? Ach nee. Genau das war ja immer das Problem, oder? Niemand wollte hören, was Jervis zu sagen hatte. Nö. Können wir hier durch? Ja, guck mal. Sein. Aber jetzt. Weg. Tja, Mister Kaninchen. Wo ist Alice? Alice im Wunderland. Das ist doch, das passt doch voll zusammen hier. Weil mit den Kaninchen, die gibt es ja auch im Wunderland. Und ja. Werden dich schon retten, kleine Alice. Keine Angst. Oh, ja, knickknack hier. Oh, das gibt einen neuen Rekord hier beim Kombo. Ah, ich hab doch eh gedrückt. Im letzten Moment noch. Guck mal, da ist eine Falltür. Ob es da irgendwie nach unten geht, in den Keller? So, Mr. Hutkopf. Reden. Da bist du. Wie wunderbar. Es ist wahrhaft eine Ehre, deine... Wo ist das Mädchen? Wovon redest du da? Alles. Ausgezeichnet. Dann weißt du ja, warum du hier bist. Wovon redest du da? Oh, vielleicht sind wir ja doch nicht auf demselben Stand. Berichtigen wir das. Tick-Tack, die Zeit läuft. Natürlich. Was hast du getan? Ja, was hat er getan? Hat er uns vergiftet? Oh mein Gott, wir sind im Wunderland. Willkommen im Wunderland, Batman. Oh, gefällt mir. Wir drehen langsam durch. Dort habe ich alles zum ersten Mal getroffen. Grandiose Abenteuer wir erlebt haben. Ja. Ah, da sind sie. Aber sie haben sie mir genommen, süße Alice. Verloren und allein. Ich musste sie finden, musste sie nach Hause bringen und das habe ich. Das war eine Reise, sage ich dir. Aber sie ist wieder hier. Hä? Bei mir. Dennoch. Die Mächte der Königin sind üb. Ich check das nicht. Deswegen warum, habe ich sie hierher gebracht. Wer könnte Alice besser beschützen als Batman höchstpersönlich? Zerstöre die Laternen mit Bittering, um das Tor zu öffnen. Was für eine Laterne? Ist doch gar keine. Ach so. Aua. Das war scheiße hier. Batarangs werfen. Ja, will ich doch, aber von hier, die Sicht ist auch so doof. Kann ich die nicht ändern? Hier, werf mal. Nee, geht nicht. Ah, nicht da drauf, du. Ja, hier, komm. Dann brutzeln wir eben ein bisschen, ist ja auch egal. Ach so. Ja, jetzt geht's doch. Ist halt ein Dreck, ne? Aua, 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 aua. Überall Strom hier, ne? So. Das ist ja hier wie bei Scarecrow aus den ersten beiden Teilen. Woher jetzt fallen lassen, denke ich mal.
Jawohl. So, oh, ein riesiger Rabe. Ey, willst du mein Haustier werden? Das passt doch zum Batman, so ein schwarzer Riesenrabe. Okay. Oh je, oh je, du scheinst ja ganz verdreht zu sein. Wo geht es raus, wo geht es rein? Oh je, du bist ganz allein. Wir nehmen mal die Tür, wo der Hasenkopf dran steht. Hallo. Oder auch nicht. Oder doch? Vielleicht müssen wir den ja die ganze Zeit folgen. Machen wir einfach mal. Tja. So, so, du hast es also geschafft. Aber es hat dich angestrengt, oder? Hat dir Willenskraft genommen. Die Gedanken werden schwer. Du kannst kaum noch Kontrolle behalten. Bald, Batman. Bald. Ja, das war ja auch so schwer. Einfach den Hasen hinterherlaufen. Das hat mir jetzt echt die Willenskraft geklaut. Hier unten gibt es nicht nur Blumen und Teepartys. Im Wunderland gibt es sogar schwierige Kreaturen. Da kommt das Beste und das Schlechteste zum Vorschein. Spiegel ist auch witzig. Da denkst du, das kommt von hinten. Aber nee, die kommt von vorne. Es ist den guten Händen. Weg da. Weg. Lassen Sie mich. Wer soll denn Alice sein? Den gibt's wahrscheinlich gar nicht. Der hat er nur erfunden, weil hier halt wegen der Parallele zu Alice im Wunderland. Wetten wir? Ja, kann ja. Sie sind wahnsinnig. Nicht wahnsinnig, Alice. Nicht verrückt. Mehr. Es gibt einen Unterschied. Ich hab zwar vergessen, weg. Aber vertrau mir. Vertrau mir. Oh. Hier denn, bevor du das Messer aufhebst, mach ich dich fertig. Oh, die fliegen die Karten rum, keine Fledermäuse wie sonst, ist mir jetzt aufgefallen. Nein! Mann! Stirb du! Kein Nickelkopf! So, geht dir der Spiegel kaputt? Jawohl, hab ich doch gewusst. Los, rein da! Jawohl! Wir sind im Irrenhaus. Du fragst dich bestimmt, warum ich dich hier heruntergebracht habe. Es ist so, ich habe ein Wundergerät erfunden. Eines, das Gehorsam erzwingt. Ah ja. Bei schwächeren Gemütern funktioniert es einfacher. Einmal meine Kreation aufgesetzt, stehen sie unter meiner Kontrolle. John. Bei stärkeren Individuen muss man allerdings etwas grober vorgehen. Und das, mein Freund, bringt uns zum Hier und Jetzt. Kann man hier so herspringen? Du bist mein Humpty Dumpty Batman. Dein Verstand zerbricht. Und wenn ich die Stücke wieder zusammensetze, bist du mein. Für da oben ist doch ein Faker, ne? Boah. Verstehe ich nicht. Was soll ich hier machen? Ach, da oben wahrscheinlich wieder die Lampe da kaputt machen. Ach, da oben die Lampe kaputt. Mach da nicht. Aua, aua. Aua, aua. Ja. Ich bin etwas überfragt. Ach, Mann. Wir haben doch so Gummisachen an im Prinzip. Warum kriegen wir überhaupt eine gewischt? Vielleicht muss ich hier. Hier mit den. Mit den Explosivgel vielleicht hantieren. Schnell, schnell, Gillette aufsprühen. Ah ja, guck mal. Hab ich doch gewusst. Nicht direkt, aber habe ich gewusst. Ach, guck mal. Oh. Okay, das geht nicht. Besser. So, Mist. Ah ja. Ach so. Oh. So, und jetzt hier wahrscheinlich auch noch auf die komischen Steine da aufpassen, die hier rumschwirren. Oder einfach rüber. Einfach rüber, okay. Ja, ja, das los. Hallo. So. Schöne Umgebung, ne?
so ein Fluss Wusstest aus Teewasser. Wusstest du, dass sich die Zeit in 7 verschiedene Richtungen bewegt, aber du begnügst dich mit einer vorwärts. Immer vorwärts. Wie langweilig. Ja, die Zeit geht in 7 Richtungen. Warum versuchen wir also nicht mal zurückzugehen? Nee, zurück ist langweilig. Weil wenn es so 7 Richtungen gibt, warum dann zurückgehen? Zurückgehen ist so offensichtlich. Wenn du 7 Richtungen hast, dann nehmen wir halt so ein Zwischending. Oh, Kartenhäuser. Und da hinten. Ja. Oh, was macht der denn? Wieso springt der da runter? Ist der Batman lebensmüde? Hallo, Batman, lauf doch weiter. Will er nicht? Batman will nicht weiterlaufen. Was machst du denn? Batman, bist du blöd? Ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Ja, vielleicht mit der 8 irgendwas machen. Dreh da um. Andere Seite gucken. Ist der Batman blöd? Ist der Batman blöd? Ah ja. Der guckt schon wieder in die falsche Richtung. Blöd, Mann! Was? Jetzt aber hier! Was muss ich machen? Ich verstehe es nicht. Stimmt irgendwas mit der 8, aber er findet mal raus, wo ihr hinzielen musst. Nö. Wahrscheinlich gar nicht. Ich geh nochmal hier weg. Ich geh nochmal hier runter. Vielleicht muss ich ja gar nicht da drauf. Vielleicht ist das nur ein Trick von denen. Oder so. Seilrutsche. Machen wir mal Seilrutsche. Als ob das was bringt, oder? Sag mir, was du siehst. Guck mal. Sag's mir. Ist das gruselig? Ja. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe, es erschreckt dich zu Tode. Da bleibe ich im Moment stehen, denke mir, okay, was jetzt? Und dann. Scheiße, ey. Jetzt wissen wir aber, wie es geht. Weg da mit denen! Grobe Karte. Sag's mir. Ist das gruselig? Ja, gruselig ist relativ. Ich hoffe, es erschreckt dich zu Tode. In allererster Linie ist das wahnsinnig hier alles. Nein, das ist falsch, völlig falsch. Völlig auf den Kopf und umgedreht. Und falsch. Naja, auf den Kopf und umgedreht. So, da. Und F. Jawohl. Und da. Oder da nicht. Oder da doch. Hallo. Nee, jetzt sind wir hier irgendwie. Achso, da ist was. Ich weiß nicht was, aber da ist was. Geh mal dahin, Batman. Getriebe aktivieren oder deaktivieren oder. Okay, es dreht sich was. Achso, ja, jetzt. Ich verstehe. Das macht natürlich Sinn. So, runter. Und durch die Tür. Aufhören! Sofort aufhören! Kann man dich gewinnen? Nicht du! Ich habe die Kontrolle! Du spielst nach meinen Regeln! Du und Alice! Tu, was ich sage! Tu sofort, was ich Oh, da springst du, da kommt das Gehänge, also das Pendel an. Und ich kann hier gewinnen, denn mir ist natürlich bewusst, dass das hier alles nur in meinem Verstand stattfindet. Deshalb, wenn ich weiß, dass ich mir das alles nur vorstelle, kann ich auch gewinnen. Da muss ich das nur bewusst werden. So. Ey, was macht der denn, der Kollege? Boah, nochmal hier, weil es so schön ist. Jetzt. Jetzt macht er, ey. Wieso ist der da gerade runtergefallen?
Au, jetzt hält er sich fest, der Held. Gerade nicht, da war vielleicht eine Spinne, hatte der Angst. Hm, halte ich mich nicht fest, diese Spinne. Geht das jetzt runter durch unser Gewicht? Jawohl. Und das bringt mich jetzt inwiefern weiter? Ah, okay, okay. Da oben geht irgendwie so ein Ding auf. Da, und da können wir dann wohl irgendwie durch. Genau so. Ah, ja. Alles sehr still. Meine schöne Teeparty. Meine schöne Teeparty. Der Tisch ist aufgeworfen und alle Gäste sind vor. Ja. Das liegt aber nicht an mir. Das liegt an deinem grausigen Tee. Ah, wir waren da unten. Hallo. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Der Einzige, geht, der bist du. Jetzt mal im Ernst, ich will dich nicht sehen. Halten. Alter. Hier muss er links, nee, rechts gedrückt halten. Jetzt links. Ah, achso, und dann loslassen. Ich dachte, rechts, Mitte und links, aber nee. Trottel. So. Man muss Mitte gedrückt halten. Ach, da ist ja tatsächlich Alice. Ein bisschen älter sieht die aus, wie ich die Alice aus dem Kinderfilm in Erinnerung habe, aber ja. Frisur und so und Klamotten passen. Keine Angst, du bist jetzt sicher. Die Polizei ist auf dem Weg. Ab jetzt wird alles gut. Die gehört wahrscheinlich dazu, oder? Nein, wird es nicht. Okay, gehört doch nicht dazu. Stufenanstieg. Oh. Mad Hatter. Kleiderverkäufer. Ja, ja, 1,50. Der ist wirklich klein, so wie der Pinguin. Und wo ist Mad Hatter? Da wollte ich doch mal was gucken. Ja, wahnhaft. Obsessive Persönlichkeit. Kennt sich mit Chemikalien und Geräten zur Bewusstseinskontrolle aus. Ja, das haben wir festgestellt. Ehemaliger Neurologe. Ja. Psychodoktoren, die sind so ein Fall für sich. Oh, da haben wir was Neues. Ah, hier, guck dir das mal an. Das haben wir. Und was ist das hier? Seil ausschalten. Lerne zwei neue Ausschalttechniken mit dem Seil, Drahtseil ausschalten und Seilrutsch ausschalten. Na, das brauchen wir nicht. Wir machen hier erstmal hier wieder weiter. Und zwar hier das Fünferding. Was ist das? Spezialkombo. Angriffe wie das Spezialkombo ausschalten können nach einer Strähne von 5 anstelle von 8 verwendet werden oder aktiviert werden. Perfekt, das hört sich doch cool an. Okay, und weiter können wir hier gar nicht. Hier haben wir jetzt alles freigeschaltet, außer das hier. Verbesserten Betäubungsdauer-Dings da. Und ja. Doppelte Spezialkombo-Bewegung, ja. Also erstmal müssen wir das irgendwie irgendwann kriegen. Die nächsten Stufen müssen wir dann anders verwenden. Und haben wir jetzt komplett geschafft, das... Den Typen? Tatsache, abgeschlossen. Das ging ja schnell. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, die Pinguin 6, 7. 7 Nebenmissionen gibt's noch. Also insgesamt 9. Gut, 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 gehen wir hier raus. Oh. Dann können wir jetzt die Hauptmission weitermachen. Die Hauptmission ein wenig weitermachen. Aber das war eigentlich... Du hast eine neue Bounty-Verbesserung freigeschaltet, ja. Das wäre jetzt aber ein nettes Beispiel dafür, dass auch Nebenmissionen sehr unterhaltsam sein können. Fand ich. Ein bisschen verrückt und so, aber... Ist ja nicht schlecht. So. Dann gehen wir jetzt in die Bank. Da brauchen wir ja gar nicht anvisieren. Ist ja schon automatisch. Das ist die Fledermaus! Und ich lasse mal hier die Sicht so aktiviert, damit ich hier diese Sensoren eventuell sehe. Aber irgendwie sehe ich keinen. Sensoren! Müssen wir hier rein? Ist das hier schon? Ah ja. Cool, dann gehen wir hier mal rein. Ja, oder auch nicht. Dann wäre ja zu leicht gewesen. Ah, hier. Hier kann man doch bestimmt aufspringen. Sieht aus wie so eine Banditenmaske. Hier, das ist so die Maske. Und da sind so die zwei Augen. So, Gillette geht. Zeig, was du kannst. Yeah. So, wir brauchen schon eine Tür. Wir sind Batman, wir brauchen keine Tür. Ja, hier. Runter da.